Hallo zusammen, Manu Autor ist Autor und heute ist ein ganz spezieller Tag. Nicht nur weil es stürmt, sondern weil wir heute etwas zu feiern haben miteinander. Wir haben etwas anstoßen und zwar 300 Abonnenten. Danke vielmals. Jetzt schon vorab und nachher gibt es aber noch mehr dazu. Es gibt nämlich noch 3 mega coole Preise zum gewinnen. Als Dankeschön für euch, wirklich nur für euch Abonnenten und Zuschauer. Ich bleibe jetzt sicher noch ein bisschen da. Ich möchte nämlich noch etwas kochen und noch ein bisschen mit euch schwätzen und dann das Auto hier draußen noch ein bisschen geniessen mit euch. Aber jetzt sind wir, glaube ich, gerade wieder weg, aus 2 Gründen. Erstens, wenn ich abbrechen muss, dann ist er schnell eingepackt und dann bin ich schnell wieder weiter. Und zweitens sehe ich nicht, respektive ich höre es nicht, wenn wirklich mal etwas oben runterkommen sollte. Und einfach so ein bisschen, um mehr das können zu spüren, wenn es dann wirklich Zeit ist, zum Heimgehen oder weiterzugehen. Ja, das sind 2 halbe Bäume, die runtergekommen sind. Richtig. 15 cm, 20 cm Durchmesser der eine. Ja, es ist schon ein schönes Wetter. Es ist gar noch ein bisschen Sonne für euch gekommen. Herrlich eigentlich, aber Aprilwetter und mega stürmisch. Also, ich muss jetzt hier, glaube ich, schnell ein bisschen demontieren. Das Gefühl ist, den Tarp zusammenlegen bei Wind. Super. Es riecht wieder nach Rauch bei uns zu Hause. Ich liebe es. Meine Frau hat damals nicht so freut. Ja. Super. Super gemacht. Kerzen. Teelichtkerzen. Das ist der absolute Hammer. Teelichtkerzen. Unten eine, oben eine. Das ist ein mega guter Trick, nehmen wir so ein Teelicht, ein grosses, ein bisschen Watte drauf. Das ist eine mega coole Art. Das habe ich von Thomas Gast von der Fremdenlegion, von seinem Video-YouTube-Channel. Und jetzt tue ich das oben aufs Holz und kann nämlich den Wachs runterfliessen. Und unten auch noch mal eine Kerze und dann brennt es garantiert an meinem nassen Holz. Schaut es euch mal an, das ist so mein Trick. Da, Kerze und unten noch mal Kerze. Am besten tut man sich aufs Holz, dass der Wachs schön aufs Holz läuft. Jetzt geht der richtige Party ab. Eigentlich brennt jetzt nur so eins von diesen grossen Teelichtern. Aber das Paraffin oder so, das ist ja, ich glaube, das ist Ölbasis. Das reagiert genau gleich wie Öl. Also jetzt Wasser reinschütten wäre eine ganz schlechte Idee. Boah, es ist wieder mega düster geworden. Die nächste Gewitterzelle ist schon im Anmarsch. Super! Ja, so ist es halt. Outdoor, aber Gewitter ist halt immer so ein bisschen speziell und gefährlich auch, vor allem mit so viel Wind. Momentan ist es besser, aber es hat Blitz und Hagel. Aber zuerst mal, liebe Freunde, ich habe gesagt, es gibt etwas zu feiern. Es gibt etwas zu feiern und ich stoße mit euch an auf 300 Abonnenten von Manu Autor. Manu Autor, danke vielmals. Schön, sind ihr dabei. Mega cool, ich freue mich richtig. Und ich sage mal, Prost miteinander. Mega cool, dass du dabei bist bei meinem Kanal. Ich habe mir immer gesagt, 300 Abonnenten, das ist der Punkt. Die magische Grenze für das Erste, wo es nicht mehr einfach nur meine Freunde oder Kollegen sind. Ich meine, so 200 hast du noch schnell auf Facebook oder so. Aber 300 definitiv nicht. Und 300 ist cool. Und darum danke ich euch mega, mega, danke vielmals, dass ihr meinen Kanal abonniert und geliked habt. 300 Abonnenten ist mega cool und für die es noch nicht gemacht haben, bitte jetzt abonnieren und liken.
bedeutet mir wirklich viel. Und für mich ist es auch wichtig, so ein Feedback zu bekommen. Kommentar ist natürlich auch immer willkommen in der Kommentarfunktion oder per Mail oder was auch immer. Genau. Und als Dankeschön für euch und nur für euch und weil es mir so mega Spass macht, verlose ich 3 tolle Preise, gesponsert von sichersatt.ch. Freunde, ganz grosses Dankeschön an Reto Schetti von sichersatt.ch. Ich habe ihn nämlich vor wenigen Monaten selber getroffen und einen coolen Tipp und sie machen wirklich tolle Sachen. Ich erzähle nachher gerne noch ein bisschen mehr dazu. Aber jetzt, ja, 3 tolle Sachen und zwar kannst du gewinnen ein B-Free Katadin Tactical Wasserfilter, mega cool. Oder ein Radio, ein TUF-Radio, ein Outdoor-Radio oder ein Emergency-Radio mit eingebautem Solarpanel, mit einer Kurbel und sogar Taschenlampe und USB-Powerbank. Verlosen auch noch ein 72 Stunden sicher satt Emergency-Essenskit mit Gemüse drin, mit Bohnen, mit Kaffee und sogar ein neuer Notkocher ist drin. Mega cool. Also, danke vielmals sichersatt.ch für das Sponsoring von diesen Preisen. Und wie ihr den Preis gewinnen könnt, ist ganz einfach. Schreibt unten in die Kommentare die 300. Genau. Die 300 Codewort in die Kommentare und wenn du noch mehr reinschreiben willst, dann ja, Feedback vielleicht auch am Kanal oder so. Mach das bitte, aber einfach die 300 muss drinstehen. Die 300. Geiler Film. Ja, danke vielmals euch und das ist wirklich für euch, das ist nur für euch. Und so ein bisschen als Dankeschön ist es für mich ein Highlight, jetzt können ein Video zu machen, mit euch noch viel jetzt erleben. Outdoor. Banu Outdoor ist Outdoor. Danke vielmals. Es geht weiter. Bleibt dran. Hey, Party geht wieder los. Also, in den Kommentaren die 300. Könnt ausschreiben, aber tun bitte die Zahl 300 rein. Und der Rumpelstilzel wird nachher die 3 Gewinner auswählen. Auslosen, das seht ihr dann im nächsten Video. Aber ich tue unten dann bereits schon, wenn es soweit ist, tue ich es kommentieren, wer es ein Gewinner ist. Und du musst natürlich auch bereit sein, um deine Adresse bekannt zu geben. Und du kannst teilnehmen aus der Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland. Mega cool! Aus fast aus ganz auf dem deutschsprachigen Raum. Und sicher satt hat auch in Deutschland eine Filiale und darum können wir das machen. Das ist mega, mega cool. Ja. Und Reto Schetti, den habe ich mal getroffen. Das war ganz spontan, per Zufall. Ich bin da mit meinem Funk bin ich Richtung Zürich-Oberland gedüstet, nach Wald. Dort bin ich ja früher sehr viel Gleitschirmflüge und habe gefunden, ich muss doch mal bei diesem Shop vorbeischauen. Und das ist mega, mega lässig, was sie dort haben. Das ist crazy. Die werden den Umsatz vom Leben gehabt haben. Ja, weil die Krisenvorsorge einfach etwas Wichtiges ist und gerade jetzt in der Pandemie. Oder auch sonst haben vielleicht viele Leute gemerkt, oder sie haben nicht gemerkt, sondern sie haben bestellt und sie haben ist einfach extrem gefragt gewesen. Und zum Thema Krisenvorsorge, Prepping, so lalala, aber vor allem Stromausfall und Blackout, tue ich euch jetzt ein Video einblenden, da oben oder da oben, ich weiß gar nicht. Und schaut den an, da habe ich einen Livestream gemacht. 1,5 Stunden, müsst ihr nicht alles schauen. Man kann switchen, zappen über Blackout. Und ich tue dort auch ein paar Sequenzen einspielen von Thomas, von Stromausfall.info. Mega, mega gut, das habe ich dürfen bringen. Ich freue mich mit euch. 300 und dann das nächste werden 500. Also, danke. Es geht weiter. Abonnieren und liken sowieso. Bitte. Und mitmachen kann übrigens jeder beim Wettbewerb. Du musst kein Abonnent sein, aber ich denke, es ist Ehrensache, oder? Ich bin noch nicht geschlagen worden vom Baum. Das ist super und das Feuer brennt auch langsam. Und wie spät ist es eigentlich? Ich habe langsam Hunger. Also, Manu Auto ist Auto, let's go! So, ja, es hat immer Vor- und Nachteile, wenn es so raucht. Zum einen kommt natürlich die Wärme zu mir. Aber ja, der Rauch in den Augen ist nicht so geil.
Mein Plan. Ich habe noch nicht gescheites gegessen. Ich weiß nicht, ob es besser wird, aber ich habe Ramennudeln und ich habe richtig Lust auf Ramennudeln. Und jetzt Rauchrahmennudeln. Und jetzt hoffe ich, dass es das Fühle da langsam ein bisschen brennt. Dann gibt es bei mir noch ein bisschen Ramennudeln. Jetzt ist alles Natsch. Natsch. Ja, ich würde sagen, hauptsächlich der Rahmen stimmt. Hier im gemütlichen Rahmen. Hier Nudeln essen, mal schauen. Aber ein bisschen härter, das ist Wasser, ein super bisschen härter wäre doch gut. Respektiv. Ein bisschen Nudeln. Deckel wieder drauf. Ja, es ist schon wieder recht dunkel da. Und es knirscht schon langsam wieder ein bisschen. Es kommt dann schon wieder die nächste Front rein. Und ja, es sind mega viele Bäume runtergekommen. Und eben. Bis dann meine Nudeln fertig sind, laufen wir ein bisschen umeinander. Es sieht nicht besser aus, es ist einfach alles auch da. Sehen wir wieder. Das ist ja doch ein Ästchen, das dann schon hin 15 cm Durchmesser hat. Ja, es tröpfelt schon wieder und es fängt an. Sehen wir das? Wenn sich oben die Baumkronen sich so ein bisschen bewegen, ist immer schlecht. Wie erwartet, hat es bereits schon angefangen zu regnen. Ich schlüpfe jetzt hier unter das Tarp und esse noch die Nudeln fertig und dann geht es dann langsam richtig weiter. Tschüss miteinander, ich schlüpfe mich da mal. Super, es ist noch ein Süppchen. Hey, ich danke euch fürs Zuschauen. Sorry jetzt halt wegen der Qualität. Es ist sicher ein Einbußsang mit dem GoPro, aber ist ja gleich. Danke, sind ihr dabei. Und bis nächstes Mal wieder. Ich habe so ein paar Sachen geplant. Und ja, ich wollte wieder mal ein bisschen freien. Ein Overnight in einer Höhle. Hier im Stadtwald, der erste Overnighter. Demnächst. Ich wollte bald machen. Und dann nehme ich natürlich die Kamera mit und werde es dann sehen. Ja, und vielleicht bald einen Livestream wieder. Schaut unbedingt rein, wenn es einen Livestream gibt. Ihr könnt da mitmachen. Über WhatsApp oder auch über einen Link, wo ihr mit Video einschauen könnt. Das ist mega cool. Kann ich empfehlen. Also, bleibt gesund. Geht raus an die frische Luft. Tschüss zusammen mit Manu Auto. Wir sehen uns bald wieder. Ciao zusammen. Geil!